Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir einen richtig coolen Pupsi-Schleim machen. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich euch noch sagen, dass Kitty Lot Kitty diesen Fidget Spinner gewonnen hatte und sich immer noch nicht gemeldet hat. Ich gebe dir noch bis Donnerstag Zeit, um dich zu melden und mir eine private Nachricht zu schreiben. Ansonsten werde ich am Wochenende diesen Fidget Spinner an einen anderen Abonnent verschenken. Wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, in denen wir Schleim herstellen, dann drückt unbedingt auf Like. Vielen Dank und auf geht's! Die erste Zutat, die wir brauchen, ist transparenter Kleber. Ich habe mir einen ganzen Kanister bestellt, damit ich noch was für andere Schleime habe. Den Link für so einen Kanister habe ich in die Beschreibung getan. Als zweites brauchen wir flüssiges Waschmittel. Ich habe das von Persil genommen. Mit ein anderes Waschmittel geht es genauso gut. Und zu guter Letzt brauchen wir eine beliebige Lebensmittelfarbe. In diesem Fall ist sie blau. Nun brauchen wir eine Schüssel oder irgendein Behälter, wo drin wir den Schleim herstellen können. Als erstes kippen wir eine gute Menge an Kleber in den Behälter. Dann kommen noch einige Tropfen von unserer Lebensmittelfarbe dazu. Das verrühren wir dann. Schaut mal, der Kleber ist ganz schön blau geworden. Okay, das reicht und nun können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. In diesem Deckel habe ich Waschmittel abgefüllt und nun kippe ich etwas in den Behälter. Das muss jetzt gut verrührt werden. Es wird immer schleimiger. Das klebt noch zu sehr, also muss da noch etwas vom Waschmittel hinein. Und später kann man gut mit den Händen weiter kneten. So, das reicht mit dem Umrühren und Kneten. Es hat sich dort Wasser und Schaum gebildet. Keine Sorge, das Wasser kippt ihr einmal ab und dann muss der Schleim für einen Tag in den Kühlschrank. Bis dahin ist das Schaum auch verschwunden. Der Schleim war jetzt einen Tag im Kühlschrank. Der Schaum ist komplett verschwunden und der Schleim hat nun eine richtig coole Konsistenz bekommen. Was haben wir da nur Cooles hergestellt? Ich finde die Farbe auch mega nice. Lasst uns mal schauen, wie gut er furzen kann. Wir brauchen dafür einen Becher. Das ist ein Original Pupsi Becher. Mit einem anderen Becher sollte es aber genauso gut funktionieren. So, dann machen wir mal etwas Schleim in den Becher. Na, da muss noch mehr rein. Ja, das furzt schon besser. Ich könnte das noch eine Stunde machen, aber ich glaube, das würde euch ziemlich langweilen. Wenn man keine Lust mehr hat rumzupupsen, dann kann man ihn auch in die Hände nehmen und so weiterspielen. So meine Lieben, heute haben wir ein Pupsi-Schleim hergestellt. Mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis bald. Tommy hat euch lieb.